Ja, hallo zusammen. Ich habe hier zwei Kühlschränke. Unsere Wemo-Kühlbox mit 14 Liter Inhalt und die Cat mit 7 Liter Inhalt. Und diese Box hier, die hat einen Stromverbrauch von 1400 Watt pro Tag. 24 Stunden. Und diese Kühlbox hat einen Stromverbrauch von 106 Watt pro Tag. Also das heißt, diese Box braucht circa das Zwölffache an Strom, was diese Kühlbox braucht. Aber diese Box ist hier schön klein, diese Box hier, die ist viel größer und braucht wesentlich mehr weniger Strom, also doppelter Inhalt. Ich kann die 1,5 Liter Flaschen, die ich hier reinstelle, auch hier reinstellen. Also hier kriege ich natürlich etwas mehr rein. Wo ist der Unterschied dieser zwei Geräte? Die Cat hier, die ist gebaut für Baumaschinen. Es gibt auch einen Hersteller, der heißt fast gleich oder so. Und das ist ein thermoelektrisches Kühlgerät. Hier in dieser Cat, hier sitzt hier hinten an der Rückwand dieses Element drin. Das ist also es sitzt ein größeres drin. Das ist von der Standardkühlbox. Hier ist der Wärmetauscher außen. Und hier ist der Wärmetauscher innen drin, wobei da ist ein Blech und hier drin sitzt dann das thermoelektrische Kühlelement. Und hier wird die Wärme, die in der Kühlbox sitzt, über dieses Element auf dem Strom nach draußen transportiert. Durch das wird es hier drin kühler. Wir können ja nicht kühlen. Und hier in dieser Kühlbox drin sitzt dieser kleine Kompressor. Das ist ein Secop BD 1,4. Hat einen Kolben drin, richtiger Kompressor. Und dann kommt dann das ganze Kühlsystem dazu. Ja, von den Abmessungen her. Hier habe ich eine Länge von 280 und hier habe ich eine Länge von 540. Ich habe hier eine Breite von 160 und hier habe ich eine Breite von 24 und die Höhe ist 430 und hier liegen wir bei 420 mm. Ich habe eine größere Box. Vom Preis her liegen wir hier ein bisschen tiefer, etwa bei 300 Schweizer Franken. Was ist der Einsatzzweck? Wenn ich sowas hier zum Beispiel in einer Baumaschine habe, da hockt ein Motor hinten oder vorne oder unten, je nachdem wo ich sitze, der hat ein paar hundert PS, da spielt der Stromverbrauch von den 1400 Watt Stunden im Tag überhaupt keine Rolle. Der Motor läuft den ganzen Tag und dann kühlt das auch. Also die Kühlleistung, bei dieser Kühlbox kommen wir so auf 5 Grad und diese Kühlbox geht bis minus 18. Also zigfache Kühlleistung. Aber hier bei der brauchen wir nur 104 Watt pro Tag. Wenn ich dann zum Beispiel solch eine Standardbatterie nehme, das ist eine 100 Ampere, die hat 1280 Wattstunden, da läuft diese Kühlbox nicht mal 24 Stunden. Bei dieser Kühlbox hier kann ich die zwischen 10 und 12 Tage lang betreiben. Nur eben, im Camper oder auf dem Boot, so eine Kühlbox ist ein Wahnsinn, weil eben die Batterie ist
im Tag leer oder noch weniger. Aber bei der Baumaschine oder im Traktor oder Mähdrescher oder was es da alles gibt, da habe ich zwei Flaschen drin. Da sind die Flaschen hier drin. Mehr, auch ein Frühstücksbrot kann ich hier reinsetzen. Das spielt gar keine Rolle. Ich habe ein kleines Kühlbox neben dem Sitz, was genau gebaut ist, eben für Baumaschinen oder ähnliche Anwendungen. Die Kühlbox ist auch robuster. Wir haben außen massiven Blechkasten. Hier sehen wir bei Kunststoff. Wir haben keinen Türverschluss. Wir sind hier auch robust gebaut. Halt Baumaschinen-Style. Und nicht wie hier, nur sowas tut es auch. Hier kann ich die Kühlbox durch die Nacht durchlaufen lassen. Wir haben einen Unterspannungsschutz. Das heißt, sobald die Batterie auf halber Spannung ist, schaltet die Kühlbox aus. Bei dieser Kühlbox nur über die Zündung schalten, nur laufen lassen, wenn der Motor läuft, weil ihr habt gesehen, diese Batterie, gut, eine Baumaschine hat in der Regel was Größeres drin, aber ihr nuckelt übers Wochenende die größte Batterie mit dem Teil leer. Das ist der Vergleich zwischen Wemo und Cat und ich wünsche euch einen schönen Tag.